Hey! Da seid ihr ja wieder. Oder immer noch. Oder was auch immer. Ihr seid da. Und ich bin auch da. Da können wir auch über etwas reden, was mich ein bisschen beschäftigt. Denn es gibt ja diese besonderen Serrations-Freunde. Leute, die absolut auf Serrations stehen. Was ich nicht verstehe. Ich habe jetzt mal zwei Messer mitgebracht. Zwei Klappmesser. Das eine. Kennt ihr sicher? Das ist das Bear Grylls Folding Sheath Knife. Und das hier, also das hat übrigens, also mich persönlich hat das nichts gekostet, weil ich habe das von Gerber geschickt bekommen als Produkttester. Ich habe die ganze Serie 10 Euro Versand bezahlt und für die Messer nichts. Und das hier, das sind 3,99 Euro Messer vom Aldi, ohne Serrations. Das ist von der Firma Kleiber. Und das hier, das ist ein Seil mit 80 Kilo Traglast. Das ist also kein Kletterseil. 80 Kilo wiege ich nicht. Ich bin da leicht drüber, wie man sieht. So. Und die Leute, die immer sagen, Serrations sind dafür da, als um Seile durchzuschneiden, das mag irgendwo stimmen. Die haben auf ihre Art und Weise mit Sicherheit auch recht. Aber mit einem richtig scharfen Messer, nee, noch nicht mal mit einem richtig scharfen Messer, man braucht kein richtig scharfes Messer, um Seile durchzuschneiden. Achtet mal drauf, was ich jetzt hier mache. Ich nehme hier die Serrations und habe richtig Kraft aufwenden müssen, um durchzuschneiden. Jetzt nehme ich hier vorne nur die Seite, die ohne Serrations. Abgerutscht, Entschuldigung. Zopp und durch. Jetzt nehme ich das 3,99 Euro Messer vom Aldi, von der Firma Kleiber. Habe ich noch nie nachgeschärft. Man kann es eigentlich auch sehen, denke ich. Hoffe ich. Und ich ziehe es ganz gemütlich durch. Zack, noch nicht mal zur Hälfte und schon war es durch. Ich mach's nochmal. Zopp und durch. Und jetzt hole ich ein anderes Messer. Zum Beispiel das Mora Bushcraft Black. Ich leg's nur an. Ich wende keinen Druck aus. Ich übe keinen Druck aus. Ja, hätte ich mal besser Druck ausgeübt, hätte ich das nicht weggeschmissen. Aber so sind meine Videos. Ich bin mir nicht zu schade, mich auch ein bisschen lächerlich zu machen, wenn es darum geht, bei der Wahrheit zu bleiben. Ich nehme jetzt dieses Messer, übe keinen sonderlichen Druck aus, ich nehme auch nur zwei Finger. Zupp, seht ihr? Wer braucht Serrations? Ich nicht. Jeder anständige, einigermaßen vernünftige braucht auch keine Serrations. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Ach, siehst du. Komm mal her. Womit mache ich das hier? Mit der unteren Seite nahe des Griffes vom Messer. Wo sind Serrations? Na? Mach die mal weg. Und das machen wir jetzt mal mit Serrations. Ja. Geht auch, muss man allerdings mit der Spitze machen.
Bis demnächst. Tschüss.